Der Herbst beginnt, die Entscheidungen rücken näher. Der vorletzte Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft führt ins Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg. 14 Wertungsprüfungen rund um Dillingen stehen an, größere Distanzen auf Asphalt, aber auch anspruchsvolle Schotterpisten. Die 43. internationale ADAC Saarland Rallye kann schon vorentscheidend sein für den Gesamtmeistertitel. Und das sind die Protagonisten. Dirk Riebensam führt zusammen mit Co-Pilotin Kendra Stockmar-Reidenbach die DM-Wertung an. Der 47-jährige Subaru-Fahrer aus der Pfalz konnte bislang in allen Rennen punkten. Wir haben die ganze Saison immer gesagt, wir gucken nicht nach den Punkten, nicht nach der Meisterschaft, sondern wollen fahren, wollen Spaß haben beim Fahren. Und ich denke, hier die Rallye ist sehr schwer. Nach dem Abfahren ist alles sehr schlammig. Riebensams Rivale Georg Berlandi nebst Co-Pilot Peter Schaaf im Peugeot 207. Sein Sieg bei der Deutschland-Rallye im August war eine Kampfansage. Erste Priorität ins Ziel kommen, ganz klar. Nur hat sich jetzt rauskristallisiert, dass halt die Deutschland-Rallye sehr gut gelaufen ist und dass wir doch in der Meisterschaft noch ein bisschen Wörtchen mitreden können. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier eventuell noch sehr gut punkten können. Nicht weniger spannend der Zweikampf bei den frontgetriebenen Fahrzeugen. Hier führt Lokalmatador Lars Müsliwitz im Citroën DS3 3RT vor dem Sachsen Carsten Mohe im Renault Megane. Der Traditionskurs rund um Dillingen. Hier treffen sanfte, hügelige Landschaften auf beeindruckende Zeugnisse menschlicher Schaffenskraft. Die Dillinger Hütte zum Beispiel, Deutschlands älteste bestehende Aktiengesellschaft. Bei der Saarland-Rallye ist von Anfang an Dampf unterm Kessel. Und das liegt besonders an ihm. Porsche-Pilot und Lokalmatador Timo Bernhard aus Miesau gönnte sich zusammen mit Co-Pilot Michael Kölbach einen Ausflug ins Rallye-Geschäft. Mit klaren Siegabsichten, die bereits am ersten Wettkampfabend in Lebach mehr als deutlich werden. Dennoch ist Georg Berlandi nach 4 Wertungsprüfungen in einer lauen Spätsommernacht mit 11 Sekunden knapp vorn, auch wegen einer einsamen Entscheidung in der Reifenfrage. Der Plan ist aufgegangen. Ich habe mir gedacht, dass auf der Lebacher Land halt noch sehr matschige Passagen sind und auch von den Temperaturen, dass es etwas kühler wird. Da hatte ich mich für Indermeetz entschieden, wusste aber, dass ich auf dem Rundkurs in der Stadt einiges verliere. Zweiter Wettkampftag und den startet ein Youngster überraschend als Dritter im Gesamtklassement. Marian Griebel und Co-Pilot Alexander Rath haben nach 4 Prüfungen die Riebensam, Mohe und Müsliwitz hinter sich gelassen. Ja, also gestern ist wirklich super gelaufen für uns. Wir haben nur eine ganz kurze Eingewöhnungszeit an das Auto gehabt. Es ist eigentlich noch relativ vieles neu für mich mit dem DS3 R3T. Von daher bin ich super zufrieden und hoffe, dass es heute so weitergeht. Und genau das passiert. Der 24-Jährige aus Hahnweiler bleibt auch bei den folgenden Wertungsprüfungen dem Führungsduo als Dritter auf den Fersen. Berlandi und Bernhard liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf Asphalt der Porsche oft einen Tick schneller. Berlandi kontert aber mit den besseren Zeiten auf dem Schotter. Der Zweikampf in der Zweiradwertung am zweiten Tag. Schon am Vormittag scheint er entschieden. Lars Müsliwitz in der 5. Wertungsprüfung, dann dieses kleine Malheur. Ein eher kleiner Schlag, der sich wenig später als undichte Stelle am Kühler herausstellt. Das Aus für den Saarländer. Die Meisterschaft ist erledigt. Glückwunsch an den Carsten. Klar, Riesenärger wünscht man sich nicht. Gerade zu Hause will man das nicht haben. Nun gut, zu früh geärgert, denn Carsten Mohe trifft es auch in der 9. Wertung. In der Prüfung haben wir uns das Rad weggerissen. Die Felge ist gebrochen und wir konnten sie leider nicht mehr tauschen, und weil sie sich verkeilt hatte. Und deshalb war die Rallye damit beendet. Die Meisterschaftsentscheidung bei den Fronttrieblern also bis zum Finale vertagt. Am Ende der Saarland-Rallye ging es traditionell auch mitten durch Dillingen.
Nach 10 von 14 Wertungsprüfungen ein hauchdünner Vorsprung für Peugeot-Pilot Georg Berlandi vor dem Porsche-Team Bernhard. Nach einem Elektronikausfall am Merchinger Berg konnte freilich eine von zwei Wertungsprüfungen nicht mehr durchgeführt werden. Asphaltspezialist Bernhard damit uneinholbar in Front. Und am Ende Sieger der 43. Saarland-Rallye vor Georg Berlandi und dem Youngster Marian Griebel. Heute Morgen sind wir gestartet, glaube ich, mit 12 Sekunden Rückstand und wussten dann, dass wir angasen müssen. Und haben dann ab Tagesmitte haben wir dann wirklich auch den Rückstand in den Vorsprung gewechselt. Und das war für uns sehr wichtig. Und zum Schluss, gerade auf den Rundkursen, wusste ich, dass das unsere Zeit schlägt. Wer stand vor dem großen Finale? Das Subaru-Team Riebensam, Stockmar, Reidenbach in Front vor dem Peugeot von Georg Berlandi und Peter Schaaf, alle anderen ohne Titelchance. Mitte Oktober in der Lausitz wird es also ein Herzschlagfinale geben, wenn Dirk Riebensam seinen Vorsprung gegenüber Georg Berlandi zum Meistertitel ummünzen will.